Hallöchen meine Freunde, mein Name ist Tomageddon und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy! Und ja, in der letzten Folge haben wir, du meinst es wirklich ernst? Ja sicher doch, in der letzten Folge haben wir Bowser Jr. wirklich gezeigt, wer der echte Mario hier in der Galaxis ist. Und zwar haben wir den dreibeinigen Riesen mit Bravour besiegt. Kein Problem war's. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sprechen ihn einfach mal an und füttern ihn so gesehen. La 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 la, komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 400 SC, verwandle ich mich. Na dann, geh mir einfach mal 400. Können wir nicht irgendwie schneller schießen? Das dauert irgendwie Ewigkeiten. Ist der die gerade wirklich, oder? Hä? Nein, warte, hier stimmt was nicht, oder? Fütter ich ihn gerade wirklich? Oh nein! Oh nein! Okay, zum Glück war es doch genug. Das war's, mein Bauch ist voll! Da wollen wir mal loslegen! Verwandelung! Zu was er sich wohl verwandelt? Oh, eine neue Galaxie wurde geboren. Oh, ich würde mal sagen, wir fliegen direkt hin und schauen mal, was da los ist. Oh, nice, ein neues Level. Mampf den süßen Kuchen, Keksfabrik-Galaxie. Oh, das ist eine schöne Galaxie. Der Name ist auf jeden Fall schön. Wer denkt, Milchstraße, die Milchstraße ist süß, dann hat er das noch nie gesehen. Oh, ich kann mich sogar ganz dezent an dieses Level erinnern. Und ich bekomme schon wieder Hunger. Immer wenn ich aufnehme, bekomme ich Hunger. Ist irgendwie ungesund, oder? Keine Ahnung. Willkommen in der Galaxie! Ah, das ist einer meiner Lieblings-Soundtracks im gesamten Mario-Universum. Also mit Mario-Universum meine ich jetzt nicht dieses Spiel, sondern im Allgemeinen, im gesamten Mario-Spielverlauf, etc. Ich springe einfach mal rüber. So, das haben wir auch schon mal geschafft. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir hier nirgendwo reinfallen. Das wäre extrem peinlich. Gott. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Oh, hier warten ein paar Toads auf mich. Na? Ich kann nicht mehr. Halte durch, der Schatz ist direkt vor deiner Nase. Okay. Wir halten schon irgendwie durch. Was meinen die mit durchhalten? Hier rüber zu springen oder was genau? Ein Up, ein Up, ein Up. Ups kann man immer wieder hier im Spiel gebrauchen. Vor allem, wenn die sich nicht speichern und man stirbt. Das ist extrem blöde. Im Übrigen nehme ich diesen Part gerade nach dem Part, der Montag kam, auf. Heißt, falls ihr irgendwelche neuen Kommentare oder Tipps für mich hattet, tut mir leid, ich konnte sie nicht lesen. Aber ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Da ich immer mal wieder ein paar Parts, ein paar Tipps mit reinbringe. Also von daher gleicht sie das, glaube ich, einigermaßen aus. Nein, 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 oh, oh. Komm schon, nicht mehr weit, nicht mehr weit, nicht mehr weit. Piu! Ich glaube, wir haben es geschafft und es tut mir leid, wenn ich manchmal echt rumschreien sollte, das Spiel. Mach mir sie. Hey, 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 da ist der. Hey, das ist Captain Toad. Hey, wir kehren um, okay. Düm, 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 düm. Yo! Jo, damit haben wir schon die nächste Galaxie freigeschaltet, die der liebe Luma, der verfressene Luma, uns gegeben hat. Boom! Nächster Stern, 11 haben wir schon mal. Nice, Galaxie komplett. Neue Bestpunktzahl. Du hast neue Sternenteile erhalten. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Wo haben wir die entdeckt? Ein Badezimmer, cool. Speichern, auf jeden Fall. Na dann, wir werden jetzt zum allerersten Mal ins Badezimmer gehen, würde ich einfach mal so vorschlagen. Und mal schauen, was dort auf uns wartet. Oh, er ist gar nicht mehr verfressen. Willst du reisen? Reise zu der Keksfabrik. Nope, nein, danke. Dann ein anderes Mal, mein Freund. Ja, bestimmt mag er uns jetzt sehr gerne, da wir ihn echt gut gefüttert haben. Ich kann mich nochmal erinnern, ich bin hier damals immer extra hier hingesprungen. Oh Gott, was mache ich hier? Ich bin damals immer extra hier hingesprungen, um zu wissen, was hier in der Mitte ist. Aber ich bin immer gestorben. War voll traurig. Dann, wir gehen mal rüber. Ab ins Badezimmer. Wir müssen duschen. Wir haben auf jeden Fall schon einiges erlebt. Ich denke mal, dass Mario etwas verschwitzt sein wird. Das sieht echt stylisch aus. Muss man schon zugeben. Na dann, ich bin gespannt, was uns hier in den neuen Galaxien erwartet. Es wurde eine neue Galaxie entdeckt. Rein geht's in die neue Galaxie. Testball. Ich kann mich noch an das Level erinnern. Das war cool. Aber man muss sagen, es gibt wirklich
wenige Level hier im gesamten Game, die blöde sind, meiner Meinung nach. Einfach jedes Level ist so großartig. Wundersame Reise des Sternenballs. Hier muss man auf jeden Fall aufpassen, wie man mit dem Ball rollt. Ja, da fällt mir nur ein Lied dazu ein. Das werde ich gleich singen. Auf geht's hier. Oh, Schildfried, hi. Hey, wenn du auf den Sternball steigen willst, dann hör gut zu, was Schildhilf. Oh, diesmal hat das Schildhilf dir zu sagen hat. Also, spring auf den Sternball. Das ist logisch, ja. Was nun? Gut, du bist drauf, dann halte die Wii-Fernbedienung gerade in rum, okay. Ja, das ist die grundlegende Haltung. Aus dieser Grundhaltung neige die Fernbedienung, um den Sternball zu rollen, zu lassen und ihn zu bewegen. Okay, das wird gemacht. Und mit A springst du, wenn dir jemand im Weg ist, überroll ihn einfach. Nun, Erfahrung ist der beste Lehrmeister. Probier mal bis zum Ziel rollen. Okay, wird gemacht. Bam, Junge. Hopp, vorsichtig vor. Nein, nein, nein. Okay. Okay, okay. Ich werde mal meine Position hier beim Aufnehmen ein bisschen ändern. Da, ich habe ja im letzten Part schon mal erwähnt gehabt, dass ich immer auf den zweiten Bildschirm zielen muss, da dort dieses Wii-Erkennungsdingsbums da ist und das ist relativ schwer, so zu spielen in den meisten Fällen, deswegen muss ich hier echt aufpassen. Nein, pfui, Mario runter, dankeschön. Okay. They say me rolling, they hate him. Oh Gott, Mario geht ab. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Vorsichtig, ich schaff das. Nein! Okay, vorsichtig. Wir packen das. Nein! Oh Gott, ist das so schwer! Mann, kann gar nicht wahr sein. Ich will auch nicht hier sterben. Aber es ist echt schwer, so zu spielen. Ah, neuer Versuch. Next try. Nein, Mario, hier drauf. Dankeschön. Okay, wir packen das. Was ich hier immer für einen Fehler mache, ist, ich konzentriere mich zu sehr auf den Nunchuck. Ich denke mal, mit Nunchuck kann ich hier lenken, aber ich lenke hier nur mit meiner Wii-Fernbedienung. Für alle, die das Spiel noch nie gespielt haben. Ich will hier ein Let's Play machen für die, die das Spiel auch noch nie gesehen haben. Es haben mir wirklich einige in die Kommentare geschrieben, Thomas, ich kenne das Spiel gar nicht und ich war echt verwundert. Ich dachte irgendwie, jeder auf der Erde kennt dieses Spiel, aber nein, da habe ich mich echt getäuscht. Es gibt immer noch einige, die das Spiel nicht kennen und deswegen will ich das Spiel hier einigermaßen gut rüberbringen. Nein, nicht schon wieder an derselben Stelle. Mann. Okay. Wir haben es geschafft. Ja, wir gehen rechts lang. Wir springen dann rüber, so gesehen. Yes. Zurück. Rein. Okay, ich hoffe, das Level ist bald zu Ende. Okay, das Level ist zu Ende. Boah. Das war eine schwierige Geburt, auf jeden Fall. Boah, ich stelle mich manchmal bei leichten Leveln echt schwer an. Na dann, Mario, hoch geht's auf die Fahne. Spring hoch zum Stern. Das hast du dir auf jeden Fall verdient, nachdem wir hier ein paar Mal gestorben sind. Okay, das Level war lustig. Muss ich schon zugeben. Mal schauen, ist die Galaxie jetzt komplett oder gibt's da noch mehr Sterne in dieser Galaxie? 12 Sterne! Uns fehlen ja nur noch 109. Ist ja gar nichts. Galaxie komplett! Ja, aber ich denke mal, 30 Parts wird das Projekt mindestens gehen. Okay, neue Galaxie. Im Ball ist immer freigeschaltet. Aber bevor wir die neue Galaxie besuchen, werden wir erstmal die andere Galaxie, die wir vorhin gesehen haben, ja, besuchen. Na dann, rein geht's hier in die gute Stube. Es wurde eine neue Galaxie entdeckt. Da werden wir reingehen und die werden wir freispielen. Sternstaub-Galaxie. Es erinnert mich so ein bisschen an Yu-Gi-Oh! Da gibt es ja auch den Sternstaubdrachen. Ah, das war eine epische Karte, ja. Ich muss sagen, ich habe die sogar. Ich hatte damals immer so einen Yu-Gi-Oh! Adventskalender und da war der drin. Das war cool. Der Sternenregenpfad. Oh, ein Leben haben wir nur noch. Oh Mann. Das kann ja mal heiter werden, vor allem in so einer Welt, die echt großartig aussieht. Wow, not bad. Also für ein 2008-Spiel ist die Grafik meiner Meinung nach immer noch pompös und schnieke. Pompös. Ja, eher pornös. Oh, und die Musik ist cool. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, fallen lassen. Ja, tatsächlich. Okay,
Wir können hier schon einige Sternteile sammeln. Wir müssen ja immer wieder mal welche sparen, falls wieder ein Vielfraß in unserer Sternwarte ist und uns abholen will. So, nächste Sternteile einsammeln und auf geht's zu den nächsten blauen Sternen. Müssen wir irgendwo zu irgendeinem Ziel, oder? Nee, wahllos werden wir auf gar keinen Fall hier rumspringen. Ist das elektronisch? Lel. Okay, wir springen einfach... Ja, okay, da ist was Elektronisches. Aufpassen, lieber Thomas. Bevor du hier noch elektrisiert wirst. Nein, nein. Pfui. Oh, hoch, 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 hoch. Und jetzt hier dran. Okay. Jetzt haben wir uns wieder einen Stern erarbeitet. Und auf geht's in den Stern. Bam, Junge. Blub. Auch eine Rakete, nice. Ob wir mit der Rakete direkt zu Peach fliegen können? Wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, die Rakete ist außer Kraft. Leider. Können wir hier rein? Nee. Schade, wäre cool. So als kleines Secret oder Easter Egg? Wobei man sagen muss, das wäre echt nicht schwer gewesen, das zu entdecken. Vorsichtig. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Vorsichtig, wir dürfen hier nirgendwo dran knallen, oder? Dürfen wir? Ich weiß es nicht. Ich will das Risiko ehrlich gesagt auch gar nicht eingehen. So, hier dürfen wir aber... Oh Gott, sind das Spinnen? Oh ne, ich habe eine halbe Spinnphobie, ey. Ich kann die Dinger nicht sehen. Kleine Hausspinnen, okay, sobald die etwas dicker sind, nur behaarter. Boah, die sind sogar mega ekelhaft, finde ich. Okay, kein Problem, kein Problem. Wir besiegen die Spinnen schon irgendwie. Ah, bitte. Egal, mir wurde ja in die Kommentare geschrieben, Thomas, auf die Gegner draufspringen, dann kriegst du eine Münze. Wir müssen die Toadies hier auch befreien. Die Armen dürfen hier nicht mehr gequält sein. Was steht da? Wo steckt der Powerstern? Ich weiß es nicht, wir suchen ihn ja. Oh, hier ist ein Gomarino, den werden wir direkt mal wegschütteln. Und bam, Junge, und den Toadie wollen wir auch nochmal befreien. Okay, wir mussten sogar alle befreien, um... Hi, Captain Toad. Na? Okay, wie komme ich da jetzt hoch? Hallo? Achso, sprechen. Da, Mario, der Toad-Trupp, eilt ihr zu Hilfe. Oh, das ist nett, dankeschön. Wir haben eine Abkürzung zum Powerstein entdeckt, also verwende den Sternenring hier oben auf dem Bildschirm. Oh, dankeschön. Das finde ich sozial. Na, dann werden wir direkt zum Sternenring gehen, zum Powerstern. Oh, okay, wir müssen hier vorsichtig sein und nicht zu voreilig arbeiten. Oh Gott, sowas? Irgendwie habe ich Angst. Das kann hier ganz böse enden, habe ich das Gefühl. Okay, was ist das für eine Plattform? Okay, sieht aus wie eine halbe Pizza. Ach so, wir müssen Sterne sammeln. Ach du Heilige. Und jetzt müssen wir zurück, ne? Oh, das kann echt knackig werden. Ich kann mich sogar noch dezent an dieses Level erinnern. Ich glaube, ich bin hier mehrmals gestorben damals. Bin mir aber momentan nicht sicher. Okay, nächster Stern, confirm. Zwei haben wir schon mal. Ich meine, man braucht hier fünf. Bin mir aber nicht komplett sicher. Wo jetzt lang? Okay. Konzentration. Wir haben wohl einige übersehen hier. Okay, okay, okay. Wir gehen mal links lang, wenn man links lang kann. Tatsächlich. So, den Stern müssen wir uns gönnen und wieder zurück. Dann wird wohl der fünfte irgendwo hier rechts sein, nicht? Ja, tatsächlich. Haben wir übersehen. Yeah, und die verwandelt sich jetzt zu einem echten Powerstern. Na dann, wir müssen wieder zurück und mal schauen, ob wir das hier ohne Fail hinbekommen. Irgendwie habe ich immer noch Angst vor den Dingern hier, obwohl man es eigentlich gut hinbekommt. Bam, Junge, nächster Powerstern. Der Mario ist cool. Ah, ich liebe die Musik. Die könnte ich den ganzen Tag hören und genießen. 13 Sterne. Oh, Rosalina hat uns wieder was zu sagen. Die Chaoten des Weltraums, die Schabernack-Kometen, sind aufgetaucht. Ja, oh Gott. Die Schabernack-Kometen verwandeln Galaxien in ganz andere Welten.
Wenn du mehr wissen möchtest über die Schabernack-Kometen, frag den Luma dort drüben. Oh Gott, der sieht schon so gruselig aus. Wie aus so einer Creepypasta. Er kennt sich mit Kometen gut aus. Ja, so sieht er ehrlich gesagt aus. Ja, speichern auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir werden direkt mal zu dem Luma hier gehen. Na Luma, was geht? Sprechen. La, wenn du etwas über die Schabernack-Kometen erfahren möchtest, frag einfach mich. Soll ich etwas über die Kometen sagen oder soll ich sie bewegen? Bewegen? La, willst du wirklich nichts, dass ich die Schabernack-Kometen woanders hinschicke? Nein, aufhören. Okay, ich habe gesehen, dass hier, glaube ich, ein Schabernack-Planet drin ist. Was genau Schabernack-Planet jetzt bedeuten soll, weiß ich nicht, aber ich gehe am besten mal... Oh. Hier können wir jetzt also einen vierten Stern so gesehen holen. Deswegen ist die Galaxie noch nicht komplett. Das ergibt natürlich Sinn. Im Anflug auf roter Komet. Zeitangriff, Dino Piranha. Das wird jetzt ein Zeitlevel sein, nicht? Na dann, wir müssen uns wirklich beeilen hier. Ich glaube, 100 Sekunden oder so haben wir. Höchstwahrscheinlich, denke ich mal. Oh, da müssen wir das Ü-Ei besiegen, wie ich es im zweiten Part genannt habe. Schnell hier ein paar Dinge einsammeln. 4 Minuten? Ja, kein Problem. Oder? Ja, wenn man weiß, wo es lang geht, wäre es natürlich vorteilhaft. Oh, geh bitte schneller hoch, Mario. Mario! Danke! Wo müssen wir... Ah, okay, hier oben. Perfekt. Wie komme ich da hoch? Ja, Digga! Ein Stück weiter ist ein Freund von mir. Beeil dich schnell. Ach so, danke schön. Boah, ich dachte schon, wie kommt man da hoch? Okay, wir hatten das Klavier schon mal. Der Unterschied ist diesmal nur, dass wir weniger Zeit haben. Gut, wir haben nie Zeitdruck, deswegen. Lauf. Da ist ein Stück, hier ist ein Stück. Lauf. Vorsicht, hier ist ein Stück, da ist ein Stück. Und der 5. Stück wird wahrscheinlich ganz oben sein, also hier irgendwo links. Bin ich mir sehr sicher. Oh. Stücki, wo bist du? Sherlock Thomas, kombiniere schnell. Lass deine Sherlock-Kiane-Kräfte raus. Wo ist denn das letzte Stück? Da. Nimm dir ein Stück, wo ist der Stern? Okay, da müssen wir schnell hin. Wir müssen den Dino besiegen, verdammt. Ja, ich sehe, dass schon eine Minute rum ist. Los, Mario, rein geht's und zum nächsten Planeten. Wann kommt denn endlich der Endboss? Okay, wir müssen jetzt als nächstes die Piranha-Pflanze besiegen. Daran kann ich mich noch erinnern. Beeilung, Mario! Sehen wir so aus, als wenn wir Zeit hätten? Ich denke nicht. Schnell. Oh Gott, man hat hier wirklich wenig Zeit, ne? Wo ging's lang? Oh, beeil dich doch, Kettenhund! Und bell nicht so blöde rum. Wo ging's denn lang? Nein, pfui! Oh, ich hab Zeitdruck. Ach so! Oh, bin ich irgendwie blöd im Kopf? Okay, direkt besiegt. Jetzt geht's weiter. Wir müssen uns beeilen bei dem Dino. Schnell, Mario, schnell. Okay. Oh Gott, was? Achso, okay, das ist jetzt irrelevant. Ey, das ist aber brutal, das muss man schon sagen. Oh, geh doch schneller, Mario, beeil dich bitte. Wir haben nur noch 1 Minute 50, verdammt. Ich komme mir vor wie in einem Marathonlauf. Oh, dass hier die Zeit weggeht, ist so eine Schande. Okay, die Zeit wurde jetzt wenigstens angehalten. Okay, wir müssen ihn schnell besiegen. Wenn ich sage schnell, meine ich auch schnell. Aber ich meine, den kann man locker ins 1,40 hier aufgerundet besiegen. Oh. Oh Mann, er ist ja auch extra stehen geblieben. Dankeschön. Okay, 8 Sekunden für einen Schlag. Okay. Konzentration beruhigen. Mit Stress kann man hier nichts erreichen. Okay, 2 Schläge hat er schon. Ein Schlag fehlt noch. Okay, packen wir. Okay, wir haben es gepackt. In 2 Minuten 42, Gott sei Dank. Jetzt soll ich den Stern abholen. Läuft da eigentlich jetzt die Zeit weiter?
Okay, wir lassen uns einfach mal Zeit und sammeln hier noch Sternteile ein. Pio, sogar ein abbekommen. Nice. Düm, 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 hey. Düm. Okay, mein Herz kann sich wieder beruhigen. Wir haben es in der Zeit geschafft und das ist sehr gut. Mal schauen, ob wir die Galaxie jetzt abgeschlossen haben. 14. Neue Bestpunktzahl. Sternteil zurückgebracht. Speichern auf jeden Fall. Immer noch nicht abgeschlossen? Gibt's noch mehr Schabernack-Kometen? Hier muss doch was kommen. Ist immer noch nicht abgeschlossen. Hm, komisch. Oh, hier haben wir auch einen Schabernack-Kometen. Aber ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.